Und es ist immer wieder am Anfang, wenn du welche aussteigen lässt, du hast ein gewisses Grundgehalt und das hat sich natürlich weiterentwickelt, auch das Spiel, dann kriegst du meinetwegen, hast du Siedler und dann machst du Holzhütte, wenn du sagst, da will ich eine Holzhütte, die kostet so und so viel und dann siehst du plötzlich Männchen und die wuseln dann rum. Und du kannst hochfahren bis über die Wolkendecke und kannst dich ranzoomen, dass die dann richtig groß sind. Kannst die drehen, du kannst die Perspektive drehen. Und wenn ich sage, da will ich eine Holzhütte haben, dann fangen die an und sägen hier voll in dem Wald die kleinen Männchen, dann schleifen sie das Zeug, und dann bauen die KIs das auf. Und dann kannst du dich, wenn die Holz machen, die machen jetzt Holz aus der Lagerhalle, kannst du Holz sammeln, das kannst du dann wieder verkaufen und das geht dann Stück für Stück. Und du kannst hier riesen Städte aufbauen, du brauchst dann, die Bevölkerung hat dann Bürger und wenn es dann mehr wird, wenn die Insel interessant wird, reisen Leute zu. Jetzt sind natürlich je nach Insel, musst du jetzt erst einmal schauen, um verschiedene Rohstoffe. Dann, wenn du Eisenmine hast, bei der Meisenmine, die wird dann aufgebaut, dann brauchst du Eisenschmelzerei, brauchst du Waffenschmiede, dann kannst du irgendwann nochmal Stück für Stück Felder aufbauen, Wolle, Wolle geht zur Weberei, Weberei geht zur Textilfabrik, dann hast du Getreide, Brot, Bäckerei, dann Schafherden, Kuhherden, die dann wieder mit einer Metzgerei, mit Fleischverarbeitung, wenn du produzierst, du fängst bei Null an. Das sind Spiele, die sind Open End. Wenn du das anfängst, das ist übrigens das Neue, hat ein sehr schönes Tutorial, das heißt dazu, das ist, dass die Bedienungsanleitung ist schon ein Spiel. Du fängst bei Null an und das erste Einspielen lernt ihr Stück für Stück, wie das dann das Grundprinzip ist. Und dann hast du Riesentabellen. Und dann wirst du feststellen, mit Inseln, weil ja andere auch, das ist der Gegner, kannst du eine Flotte aufbauen, Militär, dann wirst du irgendwann einmal eine Kirche. Und du musst die Wege setzen. Dann, am Anfang sind es nur grobe Wege, dann kannst du pflastern, dann kannst du also richtige Pflasterwege machen, wo dann der schneller geht. Das ist alles berücksichtigt. Und Lagerbestand, was du auf deiner Insel nicht hast, kannst du einkaufen. Handelsschiffe kommen dann natürlich beraten gibt es noch. Und jetzt kannst du Armee aufbauen, das kostet alles Geld. Und dann kriegst du diese ganzen Speicher, wenn dir was fällt. Und du kriegst Zuwanderung, kriegst du bloß immer, wenn du was bietest. Den Bevölkerung, wenn du wenig bietest, wandern die weg. Du brauchst natürlich immer wieder Geld, darum hast du Steuereinnahmen. Die kannst du einstellen. Du kannst jetzt bei jeder Bevölkerungsgruppe sagen, Steuer, so viel Steuern, so wenig Steuern. Wenn du sagst, ich sage, das Geld wird wenig, die müssen wir pressen, die müssen wir pressen. Und dann ziehst du die ganzen Laffen an. Die kleinen Menschgele, wenn du hinzum, dann ziehen die alle das Sicht, sagst du hier, keine Steuern. Ja. Das alles reagiert alles auf alles. Aber was jetzt darum geht, das ist in der Animation, das ist so unendlich komplex. Aber bloß das eigentliche Spiel mit den Steuern, wo du merkst, das hat man dann bei SimCity, machst du in einem Hochhauskomplex mit Krankenhäusern, die Straßen, die Polizei, gibst du kein Geld für die Polizei aus, steigt die Kriminalität, gibst du für den Straßenbau nichts an, platzen die Straßen auf. Es ist immer das Scheißproblem mit dem Geld. Jetzt ist, wenn du Waren überproduzierst, kannst du die auf den Markt schmeißen, kannst du hier Marktangebot den Preis festsetzen. Wenn du das billig machst, kriegst du schnell los, kein Gewinn, teuer, absolut wie in den Markt gesetzt, wie setze ich das? Und dann kommt natürlich noch mit Beraten und so weiter und so weiter und so weiter. Und wenn du da mal zum Spinnen anfängst und du bist wirklich riesengroß mit Schlössern aufbauen, was dann Wochen dauert, brauchst du so einen komplexen Überblick? Wirklich, das wäre eine Grundeinstellung einmal für Politiker, dass die wirklich einmal umfassender denken. Und da wird dann hier, wenn dir dann an der Schachspiel zeigt, mit 64 Feldern, wo du dich da ein bisschen hochrechnest mit einem Doppelsprung und mit einem Turm, da lächelst du bloß. Und dann sagst du, wenn jetzt einer da steht, der Professor vom kleinen Schach ist ja hochgeistreiches Spiel und die hören bloß das Wort Videospiel und lächeln dann recht erbärmlich. Da sagst du dann wirklich diese Arroganz, denn ich kann es wirklich nicht anders, die sind nicht überlebensfähig. Weil auch das hier, das ist rein, diese Abenteuer-Games, ich rede jetzt nicht nur von reinen Ego-Shootern, wobei selbst diese Ego-Shooter so komplexe Taktiken erfordern, dass viele immer wieder sagen, das ist einfach nur ein reines Strategiespiel, wo es da auch gibt. Und dass da keiner losmarschiert und dann andere abballert, das ist alles immer bloß Hetze. Kein vernünftiger Mensch, verweise hier auf diese Dokumentationsfilm von Michael Moore, Bowling for Columbine, wenn ihr euch den angeschaut habt. Da ist er auch, wo dann in Kanada, wo der sagt, die haben genauso, kannst du noch leichter Waffen kaufen wie in Amerika, die Häuser sind offen und die haben genauso Spielhallen und null Kriminalität. Weil, wenn ich jetzt wirklich jetzt in unserer Vorstellung, jetzt im Sprachgebrauch von normalen Menschen, und was ist schon ein normaler Mensch, aber was ich jetzt sage, das normale Umfeld, wo ich jetzt kennen würde, ich kenne keine Yo, hau ab, Alter oder so, und ich kenne keine Überstudierten, die hier nur so die ostjüdische Befreiungsfahrt von Life of Brian, verstehst du?
mit denen, ich habe mit denen genauso wenig zu tun wie mit denen, sondern das, was halt jetzt hier Standard-Mittelklasse mit Mittelklasse-Bildung ist, wo hier zum Beispiel der Peter Fetting sagt, an seiner Schule in Überlingen, der kannte das nicht, solange er noch im Dienst war. Und die Helene kannte, die war Schulrektorin in der Grünau, die kannte die Typen auch nicht. Die jetzt sehe ich einen Film von Kreuzberg, von Berlin, und da ist hier hochgradige Kriminalität und so weiter und so fort. Was glaube ich? Was ist die Wirklichkeit? Alles gleichzeitig, wo du dich gerade hinzoomst. Und da ist es einfach so, dass wenn jetzt ein Videospiel spielt, wenn dann ein Schützenverein ist oder sonst was, es sind Strategiespiele, Schnelligkeitsspiele, wo du unheimlich kombinieren musst, auch diese Ego-Shooter. Wo du ganz einfach hier, wie Schach, Schach ist doch auch nichts anderes. Es ist nur realistischer, du musst Schnelligkeit reagieren und viel komplexer in den Möglichkeiten, da ist Schach wirklich primitivstes Steinzeitdenken. Es ist so. Das ist nur das, was du da bewunderst, das Hochrechnen. Es sind 64 lächerliche Felder mit einigen Zugkombinationen, die jetzt nur iteriert hochgerechnet werden müssen. Was meinst du, wenn du hier Bevölkerungsgruppe mit Waren, Einkauf, Verkauf, Seeräuber und so weiter, Steuern, alles überblicken musst und du merkst hinter vorne, du konzentrierst dich auf eins und das andere bricht da weg. Und dann maulen sie wieder, weil sie keinen Schnaps mehr haben. Dann musst du schauen, dass du irgendwie an Ding kommst, weil du willst ja als König, willst du ja. Und jetzt habe ich mir einen Jahren und du kannst jetzt, was ich in meinem Naturell, ich sage nicht, dass das gut ist, ich kann ja mit Griech und so gar nichts anfangen. Und mein Jahren ist voll, das Geilste für ihn, das ist der absolute General, das ist immer Schlacht. Und dann spiele ich mit Jan, das ist jetzt in einer älteren Version schon, ist schon wenn her, dann spiele ich mit Jan das, als er Zweiter nimmt. Normal kannst du alleine spielen, dann die anderen sind dann praktisch KIs. Ja. Und jetzt, wenn du einen Button hast, ist der die rote Feld und das andere Feld. Und dann ist es einfach so, dass in diesem Spielprinzip ich natürlich ganz schnell hier mir ein schönes Haus, dass alle glücklich sind. Ich will nicht, dass alle glücklich sind. Ich tipp. Und er knechtet seine, der baut überhaupt nichts auf. Jeden Groschen, wo er hat, bumm, der zuerst einmal Militär ausbilden, Militär, Kriegsschiffe bauen, das hier die Braunix zum Fressen, Kriegsschiffe bauen. Und ich habe eine blühende Stadt und alles steht in Kraft. Er hat nichts außer ein paar Kriegsschiffe und dann kommt er anmarschiert. Ich habe keinen Pfennig in die Militär investiert. Und dann war alles futsch, dann hat man alles gehabt. Jetzt ist die Frage auf längere Sicht dieses Clevers. Was passiert denn? Deins ist futsch, aber. Das ist immer wieder, das ist, ich habe dann auch, wenn du das totlaufen lässt, dass du mal schaust, was machen die, wenn du gar nichts machst, sondern die, die wuseln ja so auch rum. Und du kannst es viel, viel. Erinnerst du dich noch beim Fußball, wo du gesagt hast, jetzt schieße ich immer Eigentor, das warst doch du? Ja, ja, bei den KIs, genau. Dasselbe in Green, wo du da einfach mitspielst in dem normalen logischen Maß, wo er dann sagt, jetzt obwohl ich ja. Du machst ja das, was man erwartet, dass er dann beim Fußballspiel hat er gesagt, ich schieße jetzt mal bewusster Eigentor, wo dann die anderen Männchen, die KIs, Fußballplatz. Jetzt, wenn du die Neuen siehst, heuch, das 2011, FIFA 2011. Das ist eine Grafik, da haut es dir den Vogel raus. Und ich habe immer, also ich habe das nicht daheim, aber bloß vom Anschauen, bei Konami, dass ich hier das Beispiel brauche. Ja, ich habe, danke, ich habe noch. Ich habe dir das Update auch gesprochen, dass es ein Riesenunterschied ist, ob du eine DVD hast, wo ein Film drauf ist, oder ob du eine DVD hast, wo ein Videospiel drauf ist. Pass auf, zuerst einmal hast du eine DVD in der Hand. Jetzt rein einmal raumzeitlich technisch hat die DVD, hat eine gewisse Speichermenge. Du kriegst auf die DVD ungefähr 2 Fußballspiele drauf. Geizmann kann er wenn mehr machen, aber 2 ganze Spiele, also 2x 190 Minuten. Wenn du auf die DVD das FIFA 11 dir kaufst, dann ist es ein Videospiel und wenn du jetzt da spielst in einem normalen Spielmodus, siehst du ein Fußballspiel auf dem Bildschirm, wo, ich sage mal neu, zu fotorealistisch ist, wenn du nicht genauer hinschaust, es ist wirklich mit einem Abstand, wenn du oberflächlich hinschaust, ist die ganze, wie die Figuren sich bewegen, rumhüpfen, es ist, das FIFA 11 ist neu zu fotorealistisch. Das heißt, oberflächlich gesehen, mit einem gewissen Abstand, siehst du gar nicht, das erste sind eigentlich, wenn der Pfeil über dem Männchen ist, dass der Spieler was, welchen er gerade steuert, sonst ist es perfekt. Was jetzt der Gag ist auf der DVD, sind unendlich viele Fußballspiele drauf. Wenn das Spiel drauf ist. Du kannst nämlich mit dieser Fußballspiele, kannst du unendlich viele Fußballspiele spielen. Und bei der DVD hast du bei den 2 Spielen, wenn es der Film ist, halt 2 beziehungsweise 4 Mannschaften in maximal 2 Stadien. Im besten Fall. Hier kannst du
von einer Unmenge von Mannschaften aus einer Unmenge von Stadios zusätzlich noch auswählen, wo du in jedem Stadios mit verschiedenen Mannschaften, selbst wenn du die Mannschaft und das Stadion gleich lässt, kannst du, wenn du willst, ich sage jetzt, 1000 Fußballspiele hintereinander spielen, wo wie in der Realität, die du dir ausdenkst, kein einziges Fußballspiel gleich ist miteinander. Und das ist alles auf derselben DVD drauf. Also muss dir mal klar sein, dass das, was wie das gemacht wird, wenn ich neugierig bin, das muss ganz anders funktionieren. Weil es ist ja rein vom Grundkonstruktprogramm nicht mehr Datenspeicherplatz zur Verfügung. Und ich kann unendlich viele unterschiedliche Fußballspiele erzeugen. Und der Trick ist ganz einfach, das Konstruktprogramm, was ist benötigt, was auf der DVD jetzt für dich raumzeitlich gedacht nicht drauf ist, ist ein zweites Programm, das du brauchst, das ist der Spieler. Du brauchst, dass das unendlich viele Fußballspiele waren, brauchst du praktisch eine KI, das ist der Spieler, der reagiert, und durch diese Reaktion mit den Konstruktprogrammen geben sich unendlich viele Möglichkeiten. Aber jetzt pass auf, was jetzt ganz irre ist, dass du jede einzelne Szene beim Fußballspiel hast, du nur diese Kameraperspektive, Bild. Bei diesem Videospiel kannst du jede einzelne Szene von unendlich vielen Fußballspielen einfrieren. Du kannst bei der DVD, kannst du durchaus Zeitlupe machen und vor- und zurücklaufen lassen. Okay? Da gibt es jetzt eine Möglichkeit, pass auf, du kannst frei deine Blickperspektive, ich sage mal die Kameraperspektive verändern. Stell dir mal Folgendes vor, es ist ein Tor geschossen worden. Okay? Wir machen jetzt ganz einfach, dass wir eine Wiederholung machen, was im Film ja beim Fußball auch vorkommt. Das kannst du einstellen, wenn du das willst, dass das Tor wiederholt wird. Du hast den Spieler, dieses Tor, das vorher geschossen wurde, im Spiel wiederholen. Und jetzt pass auf, was du jetzt machen kannst. Übrigens total verzögerungsfrei. Und da haben wir in einer so einer gestochenen Qualität. Wir bauen auf das Tor, der Ball, der Spieler. Jetzt kannst du zuerst einmal mit dem Joystick, ganz easy, wenn man weiß, wie es geht. Du kannst, wo du willst, deinen Blickwinkel hinstellen. Hinter das Tor, du kannst da drüber fahren, du kannst es von hinten machen. Und du kannst dich hinzoomen, dass der Ball so groß ist, dass du die Nähte siehst. Du kannst den auf den Fuß hinfahren, dass du hier von den Trikots, von den Stutzen die Nähte siehst. Die Haarstoppel auf die Beine, du kannst hinfahren, rumfahren. Also das ist das Erste, was du einstellen kannst, ist Standbild. Jetzt kommt der Anpfiff und jetzt mit dem Joystick ganz langsam, stufenlos, kannst du, denn das ist nicht einmal beim Bild, hast du ja dann die Frames. Der macht hier nicht einmal Frames sichtbare. Du kannst ganz langsam den Ball, wenn der schießt, mit dem Fuß hingehen und kannst vor- und zurückfahren lassen. Das geht bei dem Konami 11, geht es so weit, dass du wirklich den auf 2 cm mit der Fußspitze auf den Fußball hingehen lassen kannst. Und wenn der abschlägt, wenn du dich ganz hinzoomst, du siehst, wie die Spitze des Leder eindrückt, vollkommen realistisch, kannst du dich wieder hochfahren, wie der dann fliegt, wie der wegspringt. Du kannst es in der Luft anhalten, wieder zurücklaufen lassen, wie er ins Netz reingeht. Du kannst dann, wenn er im Netz ist, in der Luft festhalten, die Kameraposition. Wir schauen uns dann den Ball von hier an, wenn dann alles, du kannst dich hier stundenlang bloß diese eine Situation, alles drehen und wenden, wie du willst. Und das kannst du bei unendlichen Filmen, Fußballspielen, bei jeder einzelnen Situation machen, ist alles auf der DVD drauf. Und jetzt, wenn du neugierig sagst, das ist das Wunder, wo ich sage, die Computertechnik, wie funktioniert es? Das ist das, was ein höherer Geist kann. Es ist ein statisches Konstrukt und beim Film hast du ja nur gepixelte Bilder, eine gewisse Datenmenge, die immer Bild, also praktisch Frames, und du kannst jetzt noch Zeitlupe vorwärts und rückwärts. Und auf dieser DVD vom Videospiel sind keine Bilder drauf. Es ist ein reines statisches Konstrukt, wie bei einem CAD-Programm, wo praktisch durch zwei Perspektiven, durch Eingabe der Blickwinkel, alles errechnet wird. Das heißt, du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt in so einem Zimmer bist, in einem Abenteuer-Game, wenn ich jetzt sage, wir haben diese Wohnung, und das sind ja ganze Städte, das ist GTA, wenn du mal durchgelaufen hast, du GTA schon mal angeschaut, das 4? Ich weiß noch, das ist ja jetzt schon wieder veraltet. GTA ist vor 2 Jahren auf den Markt gekommen. Da war die Videoszene, die war kopfgestanden in der Computerbildspiele. Der Bericht, die haben einen eigenen Filmbericht über GTA gemacht. Da ist damals gefallen, wenn einer ganz sowas spielt, die PlayStation rentiert sich bloß für das eine Spiel. Und man braucht eigentlich kein anderes Spiel, nicht weit zeitlich. Es ist eine Simulation von New York. Es ist von der Grafik. Das Wetter wechselt, die Stimmungen wechseln. Du läufst rum, wenn du durch die Straßen läufst, die quatschen in Spanisch wie heute in New York, alles Mögliche, sind alles mehr oder weniger Stufen von KIs. Du kannst dort zum Beispiel in Cabarets gehen, kannst dir Cabaret-Shows anschauen, aber jedes Mal andere. Von Zaubershows über Gesang,
dann kannst du, pass auf, du kannst zum Beispiel in Spielhallen reingehen, dann kannst du in Spielhallen, den Automaten in Spielhallen im Casino, kannst dich an die Spielhallen hinstellen und kannst in der Spielhalle, so wie wenn du dir jetzt einen Spielhallenautomaten kaufst, dann kannst du zu einer Bowlingbahn fahren und kannst Bowling spielen. Hast du eine, gibt ja Bowling als Simulation. Die Simulation, wo sie schreiben, von der Bowlingbahn ist besser wie viele eigentliche Bowling-Spielprogramme, wo es gibt. Du kannst Billard spielen, gibt Billardhallen, wenn du hin willst. Wenn du trinkst, dann ist ganz irre, wenn du zu viel trinkst, dann wird die Steuerung träge. Du kannst ganz schnell, du merkst, dass das Steuern, dass der psoffen ist. Also da geht es nicht mehr. Aber jetzt pass auf. Dann sind hier über 300 verschiedene Autotypen. Von Fahrrad, vom Mountainbike über Harley Davidson, über Motorräder bis hin zum Kampfpanzer und einem Flughubschrauber. Die kannst du alle fahren, wie bei Autorennspielen, und du weißt, wie sich die Autofahrer verhalten, dass diese 300 Autos mittlerweile in der Fahrphysik, jedes einzelne Auto vom Jeep bis zum Bulldog, super simuliert sind. Die sagen, die Physik, wenn du Granaten abschießt, dass die wie bei guten Rennspielen mit einer hervorragenden Physik sind. Motorradfahren übrigens hier mit der Ding ist ganz irre, weil du kannst das reinlegen, mit der Playstation macht dir den Winkel, dass du nicht bloß lenkst, sondern wenn du dich reinlegst, hier die Maschine, den Joystick kippst, dann legst du dich mit der Maschine rein, so geil. Dann kannst du, wenn du hochmachst, kannst du steigen lassen, Möglichkeiten ohne Ende. Jetzt pass auf, wir gehen einmal, Spiele. Der Jan ruft mich an, dann sagt er, Udo, ausprobieren. Ich sage, probier das aus. Das geht nicht einmal im Spielen. Ich sage noch gar nicht, was es um Spielen geht. Wenn du dich in ein Auto reinsetzt, ist kein Witz, wenn du dich in ein Auto reinsetzt und du machst ein Autoradio an, kannst du 12 Sender, unterschiedlichste Autoradiosender, die sind komplett eigene Sender. In der Computer-Bild-Test-Redaktion haben sie gesagt, pass auf, es ist, wenn eine hier diese typisch amerikanische Musik steht, von Country mit Quatsch, mit Nachrichten, die extra aufgenommen sind mit Top-Hits. Er sagt, es rendiert sich manchmal, die haben Lust, rechts ranzufahren und bloß 2 Stunden Musik zu hören, weil die Musik so geil ist. Übrigens in dem Beipackbuch, wenn du das hinlest, es ist ein 400, das ist, glaube ich, GDA hat insgesamt mittlerweile Größenordnung Entwicklungskosten, jetzt raumzeitlich durch, dass du das merkst, vor über 400 Milliarden Dollar, das liegt in einem absoluten Hollywood-Trailer. Wenn du die Mitarbeiter, wo da die Programmer, wenn du siehst, sind seitenweise, die über Jahre programmiert haben, das ist jetzt schon die 4. Generation. Also da geht es in Multi, wie kann man das programmieren? Und jetzt ist es, dass du alles, was du machst, muss ja programmiert werden. Und eine Welt wird immer realer, das heißt, das erste GDA war noch relativ so Comic-Stil, das ist dann immer mehr, die sind da jetzt nicht, sag ich, fotorealistisch, das ist eine ganz eigenartige Grafik, das ist zwar nicht fotorealistisch, aber das GDA ist eine ganz so eigenartige Mischung, dass es schon realistisch ist, es regen die Stimmungen so leicht überzeichnet. Was so irre ist, dass der Jan ruft mich an und sagt, Udo, du musst jetzt unbedingt, geh irgendwie besorgt einen Baseballschläger. Kann mir ja Waffen, alles Mögliche kaufen. Und dann geh in ein Büro rein und hau mal auf einen Monitor drauf. Übrigens, ich habe vergessen. Was hier ganz wichtig ist, du hast dein Handy in dem Spiel und es gibt Internetcafé. Du hast dein Zimmer und du kannst in das Internetcafé, kannst du ins Internet gehen, auch wieder mit Anzeigen, was auch wichtig ist. Du wirst dann angerufen, Handy, einen schönen Organizer. Wo du hier permanent das brauchst, sonst kannst du das Spiel nicht spielen, mit allen möglichen Gags. Geh rein und zerschlag einfach einmal, du musst es ausprobieren. Es muss ja programmiert werden. Früher bei den groben Spielen, wenn du an der Wand gelaufen bist, dann ist es halt nicht weitergegangen, wenn man das schon mal gesagt hat. Ja. Und das reagiert fast real. Das heißt, zerschlag mit dem Monitor, zerschlag den Monitor, sieht das geil aus, wenn es die Bildröhre zerreißt, wo nur so alte Monitore drin sind. Du nimmst da Knarre, pass auf, du kannst einfach probieren. Das ist voll wie New York, wenn Tagesverkehr ist. Nimm irgendwas, Auto, du knallst, vorderer rechte Reifen, zerplatzt, Windschutzscheibe, Glör geht kaputt. Vorderer Scheinwerfer rechts, wo du hinschießt, geht kaputt, sieht aus. Dann weiter, wir fahren. Alles du fährst dann zum Hydranten, wenn du in Vorde kommst. Ich sage euch jetzt nur ein paar Sachen, wo mir so zufällig. Wenn du früher mal nicht dran hinfahren bist, ist halt nicht weitergegangen mit dem Auto, dann man sagt dann bei Autorennen immer wieder, das hat eine gute Schadensstruktur. Es gibt Rennen, die eine gute Fahrphysik haben, aber die relativ wenig anzeigen, wenn was kaputt geht. Und andere machen bei Crash auch, die simulieren auch die Crash und alles. Dann haben wir gedacht, jetzt rasierst du mal voll einen Hydranten, dann fahre ich einen Hydranten über den Haufen, zack, wen wundert es, eine riesenschöne Wasserfontäne. Jetzt pass auf, jetzt wird es irre, du steigst aus dem Auto aus, dann bist du mit dem Männchen, das steuerst, du kannst ein- aussteigen, in die Autos ein- aussteigen. Steigst du aus dem Auto aus und dann gehst du hin an die Wasser und stellst dich unter das Wasser, dann wird, wenn du dich anschaust, bei deinem Anzug nass.
Du siehst in der Ego-Perspektive, siehst du das, wie das nass war? Das ist komplett alles programmiert und wirst immer mehr merken, Computer, die Welt ist Computer. Jetzt kommt natürlich wieder das gespiegelte Denken, weil man glaubt ja, da außen ist eine Welt und Programmierer simulieren diese Welt. Das ist umgedreht. Du hast in dir ein Programm und jetzt wird immer mehr ersichtlich, dass das da außen eine Matrix ist. Du musst immer gespiegelt denken. Und das wird mittlerweile, was da Stand der Technik ist, das ist rein, was jetzt selbst in die Spiele, was möglich ist. Mit Cyberspace dann noch, mit der Handy, du weißt, was ich meine. Es ist immer mit dem Gefühl, der Schritt ist eigentlich, es ist, es geht nur, dass du es begreifst. Und tun musst du nichts. Nur aufpassen und neugierig sein. Wie gesagt, nichts lernen, du wirst nicht geprüft, du wirst es dann schon mitkriegen. Und es wird immer stimmiger, wenn das einmal anfängt, das Denken. Und es reicht vollkommen, dass du dich momentan in deiner Rolle beobachtest. Egal, was du für eine Rolle spielst, was für eine Personifizierung du hast. Ich betone immer wieder, ich kriege keinen Aufruf, dass du mir egal, was alle anderen machen, nur weil es geht um diesen Geist. Was der beobachtet ist, was du musst dieses Bewusstsein des Beobachters kriegen. War mir auch, ich habe das ja nur bei den Formel 1 Rennen. Ich habe ja angefangen mit diesem ersten Rennen, das war Q2 und 9 schon los. Also an einem ja, die waren schon gut. Das hat sich an der Spielintelligenz gar nicht geändert. Nicht viel. Nur die Grafik. Bei Rennspielen, pass auf, bei Rennspielen, wenn du jetzt rein deine Formel 1 machst, war eigentlich schon, behaupte ich jetzt einmal, ja, so ab, schätze ich jetzt, wann sind wir da? 93. Ja, na, das ist jetzt bei da hast du, wenn du Formel 1 kennst, ist es nicht so, aber das ist jetzt, sagen wir mal so ab 95, 96, wo sich sehr viel getan hat, war bei den Fußballspielen. Die Spielphysik hat extrem zugelegt, was natürlich prinzipiell durch die Rechner zugelegt hat, ist die Grafik. Du musst immer wieder schauen, das ist jetzt zum Beispiel bei GDA, bei Autorennen, hast du komplette Telemetrie, das ist eine Schweizer Firma. Ich rede jetzt wenn ich immer rede ich immer raumzeitig, da außen gibt es nichts. Rein offiziell gibt es eine große Schweizer Firma, die hat sich spezialisiert auf Rennen, auf die Telemetrie nennt sich das. Ihr müsst wissen, in der Formel 1 oder bei der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft, das ist ja ein Elektronikaufwand ohne Ende. Das heißt also hier, ich sage gleich, bei der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft oder bei der GDR-Serie sieht es ja so aus, dass also die Boxengasse eine Funkverbindung hat zum Auto. Was du jetzt wissen solltest, ist, dass bei diesen ganzen Rennwegen, auch der Formel 1, wird zum Beispiel permanent überwacht der Reifendruck von allen vier Reifen und die Reifentemperatur. Aber, was die jetzt im Vogel raus hat, was kann er was, was jetzt kein Witz ist, es wird von jedem einzelnen Reifen die Temperatur gemessen in der Reifenmitte, außen und innen. Das heißt, jeder Reifen, die haben wir einen, wenn du die Breitreifen hast, hast du hier in der Telemetrie außen, in der Mitte und innen hast du die Temperatur mit Sensoren, dass die sofort merken, wenn die ungleich abgefahren wird, zeigt der Computer alles an. Für jeden einzelnen Reifen. Ob sich die Spur verstellt. Und wenn du den jetzt auf einer Rennstrecke machst, bei einer Rennstrecke, wenn du abgleichst in den ganzen Rennserien, es wird jedes Mal für jede einzelne Strecke für den Fahrer abgestimmt, komplett ein eigenes Getriebe gebaut. Du brauchst mit langen Strecken in einem Stadtkurs ein ganz anderes Übersetzungsverhältnis. Nicht nur, dass ich höher gehen muss, wenn lange Geraden sind, wie jetzt meinetwegen in Monaco, weil es kürzer ist, sondern auch innerhalb, wie die Kurven sind und jeder Fahrer hat seinen eigenen Schaltrhythmus, wie er ist. Die kriegen ganz in dem Feintuning, die Getriebe wird abgestimmt, komplett die ganzen Stufungen und das kannst du alles einstellen. Das kannst du in diesem Programm, in den GDR, wenn du diese Liste siehst, alles einstellen, die Getriebe. Den Abstand, die Dämpfer, wie stark die Dämpfer sind, der Bodenabstand, vorne hin, der Sturz, positiv, negativ. Alles, was man an Auto einstellt, was man machen kann, kannst du einstellen. Und genau das, was du veränderst, so verändert sich das Fahrverhalten wie im Original. In einer riesen Zusammenarbeit mit Top-Fahrern, mit Testfahrern, weil nämlich all die, wie ich dir gesagt habe, die deutsche Lufthansa, ihre Fluggeneratoren, ihre Simulatoren, wo die Piloten ausbilden, das ist original. Der Grundkern der Physik ist die Microsoft, wo du für 120 Euro oder was kaufen kannst. Dass die natürlich dich in eine echte Kapsel reinsetzen, ich wiederhole das und dann die Bilder nochmal. Auch bei den Autorennen, du kannst dann mit dem Kopf nach rechts und nach links schauen. Nach hinten schauen, nach oben, die ganzen Perspektiven. Du kannst während des Rennens bei GDA fährt. Jetzt sind wir wieder wie beim Fußball, dasselbe bloß beim Autorennen. Während des Rennens fährt. Du kannst jedes Auto von oben anzoomen, das geht bei dir einfach nicht, und kannst wie mit der Kamera rumfahren. Unten wie mit einer fliegenden Kamera, die das Ganze anschauen. Und wirklich in einer so einer geilen fotorealistischen Qualität. Das Prolog 5 von PlayStation, das zurzeit das Autorennspiel schlechthin ist, nicht für Raser, die Arcade wollen, sondern die realistisch wollen,
diese Rennstrecken, die Alpenstrecke, das ist nur die Landschaft, das ist so geil, als wenn du über den Großglockner fährst. Das ist wie wenn jetzt wirklich mit einer HDTV-Kamera, du sagst, das gibt es nicht. Das Spiel, es ist, was der in der Fliegerzeitung gesagt hat, wenn er Unterschied ist, das, der Simulator schaut echter aus vom Bild her. Und man meint, es ist Ironie, wenn du das im Splitscreen siehst, zum Beispiel, wie der landet. Wie gesagt, die haben ja voll, dass du merkst, der ganze Ablauf, das ist in den Maßen, in der Anfluggeschwindigkeit, in Absätzen. Er hat zuerst das auf den Simulator geflogen, dann haben sie die Maschine genommen und eine Kamera reingehalten, wo der Pilot sitzt, und haben dasselbe Spiel am selben Flughafen mit derselben Maschine und dann die synchron laufen lassen. Und wenn du das siehst, wie der aufsetzt, die Erschütterungen vom Ding, es ist am Simulator alles perfekt. Punkt. Und das ist jetzt hier diese Firma für Telemetrie, pass auf, um da fertig zu machen, die hier in den GDR zum Beispiel Spiel benutzt wird. Das ist original mit der Vernetzung, ist genau die Software, wo in der Formel 1 und in diesen Dinger benutzt wird, die Software von der Schweizer Firma, die auch in den Originalautos setzt. Muss ich nicht, merkst du, es ist immer die Illusion von außen. Ist jetzt rein aber raumzeitlich gedacht, diese Spielefirma hat eine Lizenz gekauft und benutzt diese Software für diese simulierten Autos, dafür haben diese Simulationsphysik die für ihre Entwicklungen bekommen. Weil die haben ja unheimlich Entwicklungsengineering reingesteckt, um diese Fahrphysik zu simulieren. Und das ist dann so, gentle, ihr kriegt von uns diese Entwicklungsengineering für das und wir benutzen dann die Software von euch, dass das dann echt wird. Das heißt, die haben genau die Daten, diese Einstellungsparameter, wo du überprüfen kannst, wenn die in die Originalrennen sind, benutzen die mit derselben Software, mit demselben Ding, dieselben Parameter. Das ist so dann immer wieder, jetzt nimm wieder einen, der vorschnell sagt, Kinderspiele, Kinderkack. Das ist so, das ist die Arroganz. Es wird vorschnell was abgeurteilt, bevor du musst, es geht nicht, dass man das wissen muss. Aber dass hier, wie ich euch sage, alles was da ist, hat einen Sinn. Dass das natürlich der Sinn nicht ist, ohne Frage. Die Masse an Kids, die wir uns jetzt ausdenken, die hier Autorennen spielen. Oder wenn du mal hier auf E-Sport-Meisterschaften gehst, da gibt es ja hier von Konami und FIFA, da gibt es Europameisterschaften mit Elektronik-Sports. Das Riesen, eine Szene, die natürlich erst dann existiert, wenn du dir die ausdenkst. Aber dann ist die real und da gibt es mittlerweile Preisgelder, die gehen in die Hunderttausende von Euro, was hier Preisgelder herausgespielt werden. So wie beim wirklichen Fußball plus über Computer. Da gibt es Europameister, Weltmeister und dann noch natürlich bei Fußball die zwei Lager, Konami und FIFA. Weil da gibt es zwei Spieleentwickler, die seit Jahren kämpfen. Da ist immer wieder, wenn das neu kommt, ja alle Jahre neue Szene. Du hast dann 2009, 2010, das hängt damit zusammen, dass die Spiele ja simuliert waren. Das heißt dazu, dass die Bundesliga, da ist der Vorteil von FIFA. FIFA, diese Firma, die hat immer den Vorteil, die hat die deutsche Lizenz der Bundesliga. Die Konami, die Japaner, da hat es immer krassen, immer bessere Spielphysik, eine die reine für den Spieler, die Ballphysik, wie der Ball fliegt, ist besser, aber der Nachteil ist, die Grafik ist nicht ganz so gut. Und die haben die Lizenz nicht. Das heißt, du hast zwar alle möglichen Mannschaften, aber die Deutschen sind bloß Fantasienamen. Bei FIFA ist es so, dass die so weit gehen, dass du jede deutsche Mannschaft für jede Bundesliga 2008, 2009 die ganzen Spieler hast, die du übrigens sofort erkennst, weil die als Spieler und auch denn ihr Spielstil, ihr Antrittsstärke, es wird alles, die werden komplett analysiert, ob das ein Verteidiger ist, ob es ein Stürmer ist, wie der spielt, wo seine Stärken sind. Die sind bis ins Detail analysiert und das ist die KI, die den spielt, hat genau diese Parameter. Dass du also wie ein Schweine, wo du siehst, die typische Schweinefresse sofort beim Spielen, das ist alles hier simuliert und da müssen die Lizenzen zahlen, aber die waren in der eigentlichen Ballphysik. Jetzt, ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich da nicht gespielt habe, ich habe da mal ausprobiert, aber da musst du dann länger spielen. Die haben in der Ballphysik und jetzt ab 2010 und die 2011er, da ist es mittlerweile kein Unterschied mehr. Also da haben die sehr aufgeholt und da hast du natürlich immer noch die Lache der reinen Konamis und der FIFA-Leute. Was aber die jetzt die Tester sagen, dass das ein Blödsinn wäre, das ist weder in der Spielphysik noch, es ist, was du halt gewöhnt bist. Was aber sehr interessant ist, in den Spielen, wenn du die FIFA hast, und ich werde die Konami nie nehmen, weil die ja sogar so weit gehen, wenn du Fußballfan bist, wo ich überhaupt nicht bin, dass wenn das Spiel läuft, du, wenn du zuschaust, und wir haben jetzt, wo wir spielen, du kannst rein, wenn du Fußballfan bist. Angenommen, wir können nicht spielen oder einer kann spielen und du bist nur Fußballfan. Und dieses wascht, was für eine Mannschaft, du schaust gern Fußball. Das ist natürlich, Länderspiele sind wieder anders, aber wenn jetzt Bundesliga einer schaut, du kannst zuschauen, wenn einer spielen kann und er spielt, als wenn du Bundesliga-Spiel anschaust. Und du kriegst den Unterschied damit, weil die nämlich sogar die Original-Fernsehstart, die Original-Fernseh, die in den Sportsendungen die Dinger kommentieren,
genau die sprechen die Kommentare, selbst die Kommentare. Oh, das war aber ein böses Foul. Das wird vollkommen, du hast einen Ton, wenn du laufen hast, hast du ein Fußballspiellauf. Was hast du dir da einfallen lassen? Ja, das ist ja nur ein kleines Spiel. Das ist nicht das Größte. Es ist nur jetzt aus der Sicht eines Interessierten, was da überhaupt abgeht. Und glaub mir, wenn du nicht ganz, ganz verkorkst bist, was du selbst als ältere Frau, wo du nichts am Fußball, was du rein für diese Gigantomie, Mensch, das Kind, wer lässt sich sowas einfallen? Wie macht man das? Wenn du das siehst, das sind nur Computer, nur Schalter, nur ein und aus, das ist ein Fußballspiel, du erkennst die, du kannst drehen, wenden, du hörst die Stadionsprecher. Und jetzt der Gag ist, du kannst jeden, wenn du ein Spiel hast, du bewegst den. Und jetzt ist natürlich für die beim Entwickeln, das geht ja nicht nur, dass die Ballphysik, wenn du schießt, dass das alles mit Stoppen, mit Faulen, du kannst Ball, Kopfball, alles machen. Wie bringe ich jetzt das auf einen Joystick, dass ich das möglichst intelligent, intuitiv steuern kann? Weißt du, es ist ja kein Problem, für die Sachen zu programmieren, aber ich kann den ja kein Schaltbild hinsetzen mit 300 Knöpfen, wenn der schnell spielen soll beim Dribbeln, dass er überlegen muss, wo muss ich jetzt draufdrücken? Wie bringe ich das ganz, das ist ja noch viel schwieriger, die Spielsteuerung, dass du, ich sag dir jetzt gleich, wenn du nicht ganz linkisch bist, die reinen Grundfunktionen des Spielens kannst du in 5 Minuten. Mhm. Weil das sehr intuitiv ist. Aber da hast du natürlich noch nicht, da kannst du halt so nur abgeben, weil der das dann, wenn du auf Automatik stellst, du schießt und der wird dann automatisch immer den nächsten Spieler anspielen. Das ist dann Auto, den Ball annehmen und wenn dann aber die Spielstufen stärker machst bei den Anfängern, das ist wieder wie bei Autorennen mit viel Automatikfunktionen, sieht das Spiel flüssig aus. Und umso besser du spielen wirst, umso mehr musst du dann ganz, ganz gezielt sagen, wen ich anspiele, ob ich hoch mache, einen Zeitpass, ob ich leicht mache, ob ich den mit dem Bauch nehme, ob ich mit dem Fuß nehme, ob ich wie ich dribbel, wie ich rumgehe, ob ich Stahl, ob ich stärker schießen. Du kannst alle möglichen Facetten mit ganz minimalen Facetten steuern. Und da kommt jetzt wieder, du musst das Automatismus spielen, 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 spielen. Und dann wird es automatisch wie beim Autofahren. Und dann vergisst du dich, glaub es mir. Du, wenn die Spieler siehst, die sind nur so. Ja. Die spielen Fußball. Ja. Die sind nicht mehr da, die sind voll selbstvergessen. Das Verrückte ist jetzt, Elisabeth, du magst zurzeit nichts anderes. Du bist zurzeit Elisabeth. Nee, das, was du bist, ist das, was hier sitzt. Im Alter. Ja, und das ist so viel zum Autorennen. Das ist also das neue FIFA, das ist was nicht, wenn du die alten benutzt, oder wenn du sagst, da hat sich nicht viel getan, du, boah. Ich muss sagen, das haben wir total Spielintelligenz, meine Mitfahrer. Da hat sich wieder dran getan, der Spielintelligenz, weißt du? Das kann ich jetzt, da müssten wir länger spielen, aber selbst da kann er das sagen, bei GDA, du kannst die, also die Spielstärke-Stufen musst einstellen und dann die Aggressivität des Fahrens. Und vor allem, was jetzt hier, wenn du das GDR hast, die Streckenführung, wenn du die dann in Zeitlupe danach, kannst du das ja nochmal, wenn du ein Rennen gefahren hast, in Zeitlupe, das Rennen ist aufgezeichnet, kannst du das nochmal anschauen, du kannst Replays machen, dann wie gesagt, die einzelnen Dinger. Und wenn du das siehst, wenn die in Strecken einfedern, springen, da habe ich auf den Zeitlupen, wenn du die einfedern siehst, wie das euch und dann in der Replay-Funktion, da muss ich sagen, wenn du wirklich jetzt nicht wüsstest, vom Schauen beim Replay, du siehst da Autorennen. Und bei Prolog 5, es ist es wirklich wert, sich das Prolog 5, vor allem die Alpenstrecke, ihr merkt, mir hat es die Alpenstrecke angenommen. Das ist wie wenn du einen Test beim Defi-Markt oder was läuft, irgendwo HDTV, das ist HDTV mit einer 1080er Auflösung, wenn du einen Testfilm siehst mit einer schönen Alpenparameter, wo hier Hochglanz poliert, du wie in einem Ausstellungshalle Bugatti und Ferrari rumfahren, aber sowas von echter wie echt, die spiegeln sich, die Landschaften. Und das ist jetzt nicht mehr Computergrafik. Das ist komplette HDTV-Auflösung. Die gehen die Augen über, so brillant. Und wenn du jetzt das Ding fährst in der V-Physik, wenn du drin sitzt, da ist alles, die Scheinwischer, es ist nur, du hörst kein Schütteln, das ist das Feeling und der Geruch ist weg. Rein optisch. Und das, was ich gesagt habe, da alle Perspektiven hast. Du kannst ja mit dem Kopf innen nach rechts und nach links schauen. Und wenn die beim Flugsimulator, kannst du es auch machen. Das ist ja alles auf drauf. Und die schreiben das Programm nur um, dass wenn die Cockpit-Kapsel haben, haben die praktisch, wo die Fenster sind, spezielle Monitore eingebaut. Und die haben genau diesen Blickwinkel, wenn du rausschaust. Wenn du rumschaust, hast du genau diese Blickwinkel jetzt beim Originalsimulator. Aber wie gesagt, immer wieder das Grundprogramm mit allen Möglichkeiten ist immer Simulation.
Ja, was die lieben sie persönlich gerade nicht. Das jetzt der Vettel ist zum Beispiel oder dem sein, der Mark Webber. Die haben eine gewisse Identität. Ja, ja, das ist wie bei den Spielern. Der hat die Vorstellung, das wird ja simuliert. Und das wird aber in den Spielen noch nicht so dargestellt, wie es eigentlich jetzt sein könnte. Da könnte man davon abweichen. Ich kann nur sagen, bei dem, wo ich kenne, wo es krass ist, ist bei den Fußballspielern, jetzt die neuen werden simuliert. Und beim GTA habe ich mich weniger auf die KIs beschränkt, sondern was ich jetzt da ausprobiert habe, rein als Mensch, einmal ausprobieren. Und das ist immer wieder, das spiele ich nur, weil ich Points machen will. Das ist bei den jungen Leuten, die in der Spielhalle gehen. Die wollen gewinnen um jeden Preis. Interessiert mich gar nicht. Oder setze ich mich hin und zerlege das Ding, weil mich interessiert, wie es funktioniert. Das ist, was ich als Kind schon hatte. Sobald ich sobald ich raus habe, wie es funktioniert, und hab zum Beispiel Schach hat mich schon als Kind so schnell angehetzt. Weil wenn du weißt, wie es funktioniert, ist das alles nur noch ein Antrainieren von Hochrechnen. Und da kann ich jetzt, wenn ihr ein bisschen wach werdet, ihr kennt doch diese Superrechner, diese Memory-Künstler, die hier die 10. Quadratwurzel aus einer 300-stelligen Zahl in 2 Sekunden ausrechnen. Schneller sind wir ein Taschenrechner. Pass auf, das ist kein Zeichen von Intelligenz, sondern von absoluter Geistlosigkeit. Das ist das Erste, wenn du jetzt nur zuschaust, durch die Bank, diese so extrem ausgeprägten Rechenkünstler oder die sich so super Zeug merken können, das Allererste, und jetzt mache ich rein als Geist, wenn du einen Hauch Ahnung von Physiognomie hast, wenn du nur die Gesichter anschaust, siehst du schon Deppengesichter. Deppengesichter meine ich nicht abwertend. Die gehen alle schon in eine gewisse Richtung von Mongoloid, sind alle extrem, gehen in diese Richtung Autismus, sind also nicht beziehungsfähig, nicht gefühlfähig, weil die rein autistisch keine Gefühlsbeziehung ist, sind reine funktionierende. Da siehst du jetzt, da kommt die Rechenmaschine schon durch, die hier in einem gewissen Maß, hier einen gewissen Bereich, jetzt mache ich nicht Gehirnbereich, sondern da einfach dieses Programm hat sich spezialisiert, Rechenmaschine zu sein. Und dann wird es noch bewundert, dass einer vollkommen geistlos funktioniert. Geist hat nichts zu tun mit Intelligenz oder mit Rechenfähigkeit, sondern mit geistiger Flexibilität und der Fähigkeit, permanent neu, vollkommen neu, nicht programmabhängig zu reagieren. Und das geht nur mit Inspiration. Und bei mir war es immer so, dass ich neugierig war und dass wirklich, sobald ich wusste, wie was funktioniert, hat mich das zu Tode gelangweilt. Das merke ich, ob das bei Schachspielen waren, schon als Kind, wie ich die Regeln hatte, da hatte ich einfach nicht den Nerv, auch nicht das Ego gewinnen zu wollen, weil es hat mich gelangweilt. Für mich war nie das Ziel, gewinnen zu wollen. Es hat gereicht, dass ich ein Prinzip begreife. Bei Videospielen nicht anders. Dass ich hier das GDA, wo ich mir das Programm gekauft habe, du, ich habe das zerlegt, hier die Telemetrie, geschaut, wie geht es alles, wie, und dann total begeistert, natürlich wie das Lernprogramm dann, wo du mit einem Ghostfahrer um das ab, das ist ja das, die ganzen Profis benutzen, wenn du gehört hast, auch beim Schuhmacher, dass er bei den neuen Autos zuerst einmal tausende Kilometer auf dem Simulator fährt. Wenn das doch Kinderkack ist, wieso fährt ein Weltmeister, Papa Ferrari schon, tausende Kilometer, bevor der das Auto das erste Mal auf der Rennstrecke fährt, fährt er tausende Kilometer auf dem Simulator. Weil diese Simulatoren absolut echt die Strecken, alles die Bremspunkte, die Physik wiedergeben. Und er macht die Grundabstimmung auf dem Simulator. Und jetzt kann er auf dem Simulator Folgendes machen. Pass auf, ich zeige euch das einmal. Das ist der Gag mit dem Geisterfahrer. Kennst du das? Du musst ja die Rundenzeiten verbessern und da geht es um 1000 Sekunden, braucht 2 Autos. Jetzt pass auf, wenn du jetzt mach einfach einmal eine Strecke, okay, das ist eine Strecke und das ist die Stadt Zielgerade, jetzt können wir den Hockenheim machen, und du fährst jetzt erst einmal deine erste fliegende Stadt, volle Kanne, fliegende Stadt, deine erste Runde. Bremst du zusammen, zack, 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 du merkst, da schieße ich drüber raus, da habe ich zu früh gebremst, dann kommst du rum, okay, und jetzt wird es interessant, jetzt wenn du über 0 fährst, du fährst einfach Runden. Wenn du das hast, die erste Runde, die schnellste Runde wird gespeichert, das kannst du einstellen und jetzt kriegst du ein Ghost davor. Das heißt, sobald du über 0 fährst und du hast ein Ghost-Auto, das hat es bei jedem Spiel anders. Wie hast du was nicht bei Formel 1, hat es bei dir auch schon gegeben? Ja. Ja. Das jetzt hier, das geht nur, wenn ich dir sage, du musst das Getriebe und alles abstimmen. Das machen die alles auf dem Simulator, weil der müsste ja tausende Runden fahren, weil das echte Physik ist. Und ach, jetzt so ist es er fährt die erste Runde und jetzt pass auf, darum arbeiten die ja alle zusammen. Das ist schon lange noch mal Kinderspiel. Dass das hier Kids kaufen können so oder Leute, das ist nur ein Nehmen, das nehmen wir noch mit für die Masse, aber rein von den Rennen dazu ist das entwickelt worden. Und jetzt pass auf, in dem Moment, wo du über 0 fährst, kommt du, sobald du über 0 bist, taucht schattenmäßig du selber mit der ersten Runde auf.
Das heißt, wenn du jetzt gleich fahren würdest, du siehst jetzt dich, wenn solange du schneller warst, du siehst ganz wie ein Schattenauto, exakt die Spuren, jetzt kannst du noch einstellen, die Linie, die du vorher gefahren bist, das heißt, jetzt pass auf, und jetzt kannst du genau vergleichen an jeder Kurve, wo du zu früh oder zu spät, wenn du natürlich schneller bist, siehst du ihn eh nicht mehr. Sobald du dich ein bisschen verbremst, kommst du auf wieder die erste Runde. Das heißt, du kannst jetzt an jeder Stelle, kannst du zusätzlich noch die Linie einblenden, die Ideallinie einblenden, dass du das merkst oder wie er gefahren ist. Und dann kannst du Stück für Stück, Runde für Runde, wenn du wieder drüber fährst, immer die schnellste Runde, die du hast, nimmst du als Maßstab. Und dann kannst du Quäntchen für Quäntchen über Tausende von Kilometern, sagst du, da müssen wir tiefer legen, da müssen die Reifen wenn anders gestellt werden, den Sturz. Da an der Geraden wird hier, wäre es gut, dass der Getriebegang, der dreht nicht ganz aus, wenn der ein bisschen kürzer ist, von der, dass er schneller hochdreht, weil, weißt du, die Getriebeabstufung, da muss ich das unterscheiden, da will ich also hier den Übergang, den ersten länger übersetzen, in der Kombination brauche ich einen kurz übersetzten zweiten Gang und mit diesen Runden und dem Geisterauto kannst du Runde für Runde das abstimmen und wenn das fertig ist, bauen die das Auto zusammen und dann setzt er sich jetzt erst einmal rein und fährt für die Runde. Du merkst jedes Teil, Physik, jede Kleinigkeit, egal in welches Fachgebiet wir gehen, platzt ihn unendlich Wissen auf und der normale Mensch in seiner kleingeistigen Wirtshauswelt, verstehst du, nimmt sich so unheimlich wichtig, ob das jetzt seine Börse ist oder seine Praxis ist und meint, das ist schon die ganze Welt. Und wenn du ein neugieriges Gotteskind wirst, du wirst überfluten von Neugier, ob du dich für Tiere interessierst, für Physik, für Autos, für Elektronik, für egal für was. Wenn es dich interessiert, ist es interessant. Und alles, was dich nicht interessiert, ist zwangsläufig nicht interessant. Und du hast die Freiheit, dich für alles zu interessieren. Die übernächste Generation. Und ich sage, mach dich nie zu einem Fachidiot. Ich kann dir jetzt bis ins, ich könnte dich jetzt monatelang noch viel Details über das erzählen. Aber das hat noch lange nichts mit den Fachidioten, die jetzt speziell diese Programme schreiben, die dann, die sind dann schon reine KIs, die dann nur dazu erschaffen sind, um das zu verfeinern. Ganz ungefähr folgen? Auch in der Physik oder in der Medizin, und so, du musst dich nicht, aber man sollte, wenn man neugierig ist, in jedes Fachgebiet, in die Philosophie, und da was du eigenartig ist, wenn du Geist bist, wo ich jetzt immer wieder sage, wenn du nur schaust, das ist das Erste, was hochinteressant ist, dass du nie, ich hatte nie in meinem Leben das Gefühl, dass einer nicht recht hat. Vor allem in der Philosophiegeschichte. Das, was ich in Ich bin, du ganz am Anfang, wo ich sage, dass jeder dieser großen Philosophen irgendwie an den Knoten geknüpft hat, wo die anderen nicht bloß nicht lösen können. Und das ist, jeder macht seine Arroganz, und was du jetzt merkst in der Welt, es gibt keinen einzigen, ich benutze mal das Wort großen Philosophen, der zu seiner Zeit nicht ein Widerwort hatte, einen Widersacher hatte, der das Gegenteil behauptet hat. Es ist halt das Prinzip der Welt. Und wenn du allumfassend bist, musst du über die Welt hinausgehen, das ist aber dann einmal in der Welt und es wird auch von der Welt nicht verstanden werden. Und das ist der Geist, der beobachtet. Und dann kannst du drehen und wenden, wie du willst. Erklär mal irgendein Indirchen, dass du sagst, du existierst bloß, weil ich dich denke. Aber es ist so. Das ist ich, das sagen kann, das ist eine höhere Bewusstseinsebene. Und das wird aber dann nur möglich sein, wenn du allumfassend die Liebe bist und jetzt dann einfach mit Romanen, mit Spannung, mit Flora und Fauna umso vielfältiger, umso besser. Und alles steht mit wieder mit Polaritäten. Es geht nur das eine ohne das andere. Das ist eine ganz andere, eine Denkweise, die dich über den Materialismus erhebt und immer, was ich betone, nichts damit zu tun hat, dass du jetzt etwas verändern müsstest. Es verändert sich, wenn du immer neugieriger wirst. Das ist das, wo ich sage, das Wesentliche, wenn du einen Film anschaust, ist zuerst einmal, dass er dir Spaß macht oder dich unterhält, dich interessiert. Was das ist, ob das ein Tierfilm ist, ein Naturfilm ist, ein Krimi, ein Actionfilm, ein Katastrophenfilm, spielt keine Rolle. Wenn du fasziniert da sitzt und sagst, das war jetzt schön, dann war es ein guter Film. War das klasse. Wie auch immer, was für Emotionen ausgelöst wurden. Und das benötigt Kontraste. Und wie gesagt, gute Menschen wollen genau das, was hier die Lebendigkeit anmacht, wollen sie in der Welt vernichten. Weil ja die, das ist immer mit dem Glauben, dass die Welt unabhängig von ihr existiert. Und ich sage jetzt, du kannst, schau, was für einen Film du dir zurzeit anschaust und erweitert deine Liebesfähigkeit. Und wenn ich von Liebe spreche, heißt das nicht, dass du jeden Arschloch um den Hals fallen musst, jetzt als Mensch. Aber erweitert deine Liebesfähigkeit so weit, dass du wirklich begreifst, alles hat seine Existenzberechtigung. Weil wenn ich durch den Zoo gehe, will ich ja nicht jedes Viech abbusseln. Aber ich werde nicht sagen, der hat keine Existenzberechtigung. Diese simple Erkenntnis, die gilt komischerweise bei diesen hochintelligenten Menschen für Tiere, aber nicht in keinster Weise für das, was sie ihre Mitmenschen nennen. Da wollen sie viele vernichten und auslöschen. Sichtweisen. Und wenn du jetzt einen 40 oder 50 Jahre alten kranken Hund hast, was machst du? Dann gehst du zum Veterinär, zum Tierarzt und dann
ist man ja gnädig und schläfert das Ding ein. Was hast du, wenn du Oma hast mit 80 Jahren, du bringst sie weg und du sagst, schläfer mal sie ein, sie will ja. Nein, die hängen wir dann an der Maschine, an einen Tropfen und dann ist nichts, kann man mehr Geld verdienen, wie wenn man die dann noch eigentlich im Monate aushalten kann. Das bringt 18.000 Euro und du wechselst zweimal am Tag die Flasche. Es ist so, es ist bei was? Das, was man Humanität nennt, ist bei was vom Gesetz verboten. Ich sage jetzt, ich rede jetzt nicht hier von Selbstmord, sondern es gibt so viele, die wollen ja gehen. Lass einmal hier, wenn dann wie hämisch die Sterbehilfe in der Schweiz betrachtet wird, wenn dann welche in die Schweiz gehen. Und ich sage, das ist immer egal, was es ist, wenn einer freiwillig aus dem Leben scheiden will, warum nicht? Oder hier, wenn es hier dieses Theater mit Magersüchtigen und hier und die Klinik und nochmal und dann Leben halt.